Hallo, ich bin der Lenz von Push Components und wir testen heute, ob eigentlich auch noch andere Räder als mein Mountainbike auf dem Pushrack draufpassen. Los geht's! Die Auswahl an Rädern in meinem Radkeller ist leider noch nicht groß genug, aber kein Problem, wir besuchen heute den Thorsten vom Alcatissimo Bike Center. Er hat gesagt, er hat jede Menge Räder und da können wir mal durchtesten. Servus Lorenz! So Thorsten, was hast du als erstes Rad für mich vor? Wir hätten für euch einmal das E-Fully, hängen wir einfach mal hinten an. Perfekt, das ist super. Wir werden ja mal ganz oft gefragt, wie ist es mit E-Bikes. Ich habe gerade selber kein E-Bike, aber der Thorsten hat jede Menge E-Bikes. Und der zeigt uns mal das Hochheben. Und lass ruhig offen, mach die Gurte gar nicht zu, das reicht schon. Ich will euch nämlich was zeigen. Und zwar ist das Spannende hier bei dem Rad, dass das oben wie so viele E-Bikes ein Display hat. Und in dem Fall ist das aus der Fahrerperspektive auf der linken Seite. Das heißt, er sitzt genau oberhalb, also auf der höheren Seite hier drüben. Da ist wunderbar Platz beim Halter. Da stößt das Display nirgends an. Es gibt aber die Bosch Displays auch genau anders. Da ist dann das Display auf der fahrerrechten Seite. Wenn das hier im Weg ist oder wenn man den Lenker auch in eine andere Richtung eingeschlagen hätte, dann ist es am geschicktesten, das Display so einzustellen, dass man mit dem Halter genau dazwischen kommt. Also man möchte nicht das Display hier zwischen dem Vorbau einklemmen, sondern daneben dann sitzen. Aber jetzt schreiben mir ganz viele Kunden immer, wie ist denn das bei normalen Fahrrädern mit Gepäckträger? Ich weiß zwar nicht, ob ein normales Fahrrad einen Gepäckträger hat, aber Thorsten hat auf jeden Fall fast das gleiche Fahrrad mit Gepäckträger da. Und das schauen wir uns jetzt an. Jetzt sehen wir schon das Problem beim Gepäckträger unten. Kann man ja mit dem unteren Halter nicht den Reifen greifen. Nachdem unser Reifenhalter aus Metall ist, will man jetzt natürlich nicht, dass die Metallkante hier auf den Alu-Gepäckträger kratzt oder so irgendwas. Und deswegen gibt es jetzt von uns hier einen Adapter, der sich hier draufsetzt. Den montieren wir schnell und dann seht ihr gleich, wie das funktioniert. Der Gepäckträgeradapter hat jetzt hier für so eine gummierte Kante. Da noch eine kleine zweite. Aber wenn ich das Rad jetzt da draufsetze mit dem Gepäckträger, schwupps, dann sitzt das da jetzt richtig schön satt drauf. Nicht irritieren lassen, das muss hier gar nicht komplett auf der ganzen Fläche aufliegen. Das reicht völlig, wenn der Gepäckträger hier in der Ecke aufliegt. Genau dafür ist es da. Und dann muss ich nur noch mit dem Gurt den Gepäckträger selbst festmachen. Also gar nicht jetzt den ganzen Reifen mitnehmen oder so, nur den selber. Es gibt hier auch noch so eine extra Nase dafür. Und dann sitzt der hier richtig schön fest drauf. Das war noch viel zu einfach. Was hast du noch? Wir hätten noch einen Downhiller. Oh ja, das hat lange nicht funktioniert, weil der Abstand von der Aufnahme oben ist zu schmal für Doppelgabelbrücken. Also er war zu schmal. Jetzt gibt es die Downhill-Flex-Halterung, die Variante. Das ist ein verstellbarer Halter. Das ist der hier links montiert ist. Und wir werden ihn jetzt gleich auch noch auseinanderfahren für die Downhiller. Und dann passen die auch mit rein. Ich habe den Halter jetzt mal auf ganz breit gestellt. Thorsten hat seinen Pushrack, ist sein Bus, noch gar nicht so lange drauf. Das ist heute ein richtiges Trainingslager für ihn. Wir haben alle Räder durchprobieren und so, ist doch schön. Ja, genau, da mittig rein. Perfekt. Ich glaube, einen Downhiller hat auch noch nie drauf gemacht. Downhiller ist tatsächlich Premiere, ja. Ja, siehst du. Ups. Genau. Und der Trick ist jetzt eben, dass hier oben sitzt noch so ein drittes Kantenschutzprofil und an dem stützt sich die Gabel ab. Würde das hier einfach eine Metallkante sein, hätte man sofort einen Kratzer drin. Aber auf diesem Kantenschutzprofil passiert eben nichts. Der Thorsten hat übrigens dasselbe Problem wie ich. Der macht ein bisschen zu viele Sachen gleichzeitig. Erzähl mal, was machst du alles? Ja, also wir haben angefangen mit einer E-Bike-Vermietung und dann ist das Ganze sehr gut gelaufen. Und jetzt sind viel mehr Shop-Anfragen dazugekommen, Werkstatt-Anfragen. Und jetzt bewegen wir uns einfach mit der E-Bike-Vermietung in Richtung Shop und haben bei uns im Laden immer einen guten Preis, einen Online-Preis. Und du hast unterschlagen, dass ihr auch noch Ferienwohnungen habt. Ja, sieben Wohnungen haben wir noch, insgesamt mit 36 Betten, also krass. Neben dem Shop noch, Park. Genau. Also, wenn man im Allgäu mal eine Ferienwohnung braucht oder ein E-Bike ausbauen absolut. Will, bist du eben auch richtig. Genau. Oder, und das ist ganz wichtig, du machst eben auch, bist Einbaupartner für Pushrack. Das heißt, du machst das nicht selbst, sondern du hast eine Werkstatt, die das dann macht, aber du vermittelst das Ganze, dass die Airline-Schienen montiert werden, dass alle Teile da sind und dass das funktioniert. Genau. Ich habe da hinten noch was entdeckt.
Und zwar steht da ein schickes Gravelbike. Jawohl. Und wir werden ganz oft gefragt, wie ist denn das bei Gravelbikes? Und die meisten Leute haben natürlich Sorge, ob das mit den, ich glaube, das heißt Bremshörnchen, Lenkerhörnchen, Bremshörnchen, ja, Schalthörnchen, diese Dinge da, ob das mit denen passt, ob das geht. Das probieren wir uns einfach mal aus. Es gibt bei uns für die Radmontage, da wird es das Radl mal geben. Ja, klar. Okay. Gibt es eigentlich nur zwei Regeln. Und zwar muss beim Vorbau links, rechts irgendwo ein bisschen Platz sein. Man muss irgendwo mit diesem Arm hinkommen. Das ist hier aber völlig in Ordnung, weil er greift also von unten. Und das Zweite ist, dass man den Sattel absenken können muss. Ich lasse jetzt mal bewusst so, damit ihr gleich seht, warum das ein Problem ist. So, jetzt sieht man hier, der Sattel liegt jetzt am Auto auf. Und man will natürlich nicht, dass der Sattel ganz das Auto berührt, dass er scheuert oder so irgendwas. Man hat die Möglichkeit beim Pushrack hier unten, wenn man da unten aufmacht, diesen Arm rauszuschieben. Mal ein bisschen spannend mit einer Hand. Upp, es reicht gerade so. Der hat jetzt hier gerade Kontakt. Aber es reicht eben noch nicht, um den Sattel wegzuheben. Das heißt, Gravelbikes, Rennräder, alles mögliche ist gar kein Problem. Das funktioniert. Aber man muss den Sattel eben entweder reinschieben können oder, was ich bei meinem eigenen Rad eigentlich ganz gerne mache, ich mache die Schraube auf und nehme den Sattel komplett raus und lege ihn einfach ins Auto rein, da braucht er kaum Platz. Dann mache ich ihm auch keine Kratzer auf der Carbon-Sattelschütze oder so irgendwas. Ah, jetzt hole ich die kleinen Räder raus. Verstehe. Häng das Kind auch mal auf die linke Seite, weil das ist wahrscheinlich die Position, wo es die meisten Familien machen würden. Weil rechts in der Regel die Erwachsenenräder sich am besten eignen und dann links die Kinderräder. Kinderräder sind an sich überhaupt kein Problem. Die sind halt oft ein bisschen am Rand von der Größe dran. Also wenn es ein sehr, sehr kleines Kinderrad ist, kann es sein, dass man den unteren Arm nicht erreicht. Das sehen wir dann nachher noch. Wenn es dann wieder größer wird, wird es irgendwann mit dem Kennzeichen Thema, aber das schauen wir uns gleich an. Perfekt. Das ist jetzt ein 20 Zoll Kinderrad. Da sieht man, es geht sich beim 20 Zoll geht sich aus, dass man den Arm schon erwischt. Wenn sie kleiner sind, wird es hier zu knapp. Da kommt man nicht mehr ran, das zeigen wir nachher gleich noch. Und beim 20 Zoll ist es so, dass man das Kennzeichen noch lesen kann. Also das ist kein Problem beim 20 Zoll Bike. Wir holen uns gleich ein 24 Zoll und schauen, ob das da auch noch geht. Das ist echt praktisch, dass du jede Radgröße hier hast. Das voll. Das hätte ich im Leben nie über Freunde oder sonst irgendwas organisiert gekriegt. Also wir haben jetzt das 24er drauf und ich würde sagen, das ist schon sehr grenzwertig von Abdeckung. Würde ich nicht empfehlen, größere Räder 20 Zoll auf die linke Tür zu machen beim Citroen Jumbo oder Fiat Ducato. Wir sind dran, ein Kennzeichen Tiefverlegungskit rauszubringen. Der Plan ist, das Kennzeichen hier unten hinzusetzen. Dann ist das gar kein Problem mehr, dann kann man auch Erwachsenenfahrräder montieren. Bin dran an der Entwicklung, es ist ein bisschen aufwendiger als gedacht. Ich will, dass es gut wird und deswegen dauert es auch noch ein bisschen. Jetzt machen wir mal ein ganz kleines Fahrrad drauf. Und zwar haben wir hier noch ein Laufrad gerade aus dem Keller geholt, glaube ich. Da haben wir noch was gefunden. Aus dem Graben. Das wird man wahrscheinlich eher reinstellen, aber grundsätzlich kann man es auch am Pushrack montieren. Man muss nur eine Sache beachten. Ja, jetzt sieht man natürlich, das ist nicht meilenweit entfernt, dass man es hier unten einhängen könnte, keine Chance. Aber auch dafür gibt es eine Lösung. Und zwar haben wir den Flexstrap. Macht nichts anderes, ist ein Spanngurt einfach, mit dem man das Fahrrad da unten dranhängen kann, damit es nicht hin und her sich bewegt. Und weil jetzt hier der Sattel auf dem Fenster scheuern würde, haben wir diese Pads hier, die man drunter machen kann. Die heißen Pedalbikes bei uns. Die gibt es auch so zum Kaufen. Sind super praktisch für alle möglichen Stellen, auch im Fahrzeug. Ich habe immer ganz gerne ein paar dabei. Jetzt haben wir eigentlich alle Räder drauf. Wobei, Moment, ich habe noch ein Fahrrad bei mir im Auto. Ich habe ein Spezielles mitgebracht. Halt mal kurz die Kamera. Jawohl. Bleib einfach hier stehen. Einfach ruhig halten, so dass es cool aussieht. So, ich bin früher mal Trail gefahren. Ein Trailbike, das hat so eine ganz komische Geometrie. Im Wesentlichen ist es einen relativ kurzen Radstand, aber jetzt auch nicht kürzer als beim Kinderbike. Es hat oft einen recht stark raufgeschwungenen Lenker. Das werden wir gleich sehen, also mit viel Rise. Was man auch bei anderen Rädern haben könnte. Da ist es vor allem super, wenn man sagt, okay, man kriegt zu wenig Platz hier, hier stößt man irgendwann andere auf dem Fenster oder so, dann sind die Plusarme ideal, die hier auch verbaut sind. Das heißt, die geben hier einfach nochmal mehr Abstand. Generell beim Pushrack-System, man kann einfach sehr viel variieren, man kann sehr viel ausprobieren. Gerne einfach mal die Standardvariante bestellen. Wenn man sagt, man hat da ein Problem, dann kann man immer noch umtauschen bei uns, die anderen ausprobieren und hier ein bisschen variieren. Es ist ein modulares System. Räder sind sehr unterschiedlich, es gibt wahnsinnig viele verschiedene Sachen. Wir schreiben auch immer wieder Leute, ob Lastenräder möglich sind. Das ist ein bisschen schwierig. Aber ansonsten bringen wir eigentlich so ziemlich jedes Fahrrad drauf. Gut, ich glaube, das war's von uns.
Vielen Dank, Thorsten, dass wir dich heute hier so planen durften, dass du extra für uns aufgemacht hast. Ciao. Ciao.